So. Wow. So. Ja, also das ist auch Schwachsinn. Da habe ich keinen Bock drauf. Sowas habe ich echt keinen Bedarf. Oder? Ja. Ja, komm. Ihr wollt es bestimmt einfach wissen, wie die Mission. Komm, wir wollen wissen, wie die Mission jetzt weitergegangen wäre. Ist mir jetzt auch. Komm. So. Ich hab zwar selber jetzt nicht unbedingt so viel Bock drauf. Oh ja, Hauptsache, ich kann den Typen vielleicht danach abknallen. Du hast mein Kind getötet. Meinen Ruf. Ah. Bestätigen. Okay, dann muss ich noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ja, wir können ja den ganzen Klabumsch da auch irgendwo springen, so weit wie möglich. So. So. Jetzt sind wir da angekommen. Ja, gib Gas hier. Ah, gib Gas. So. Oh, das so schnell wie möglich machen. Suleika, ich hab. So. Weiter. So, bitte schön. Kann ich euch was anbieten? Ein Drink? Wasser. Ein Glas Wasser. Ja, heute noch. Im Namen des Vaters. Suleika ist die. Sie hat mir Brief. So haben wir. Okay. Warum sind wir hier? Nö. Ein ganz Ohr. Warum? So, okay. Schön. Das ist völlig durchgeknallt. Ja, haben wir eben auch ausgewählt. So. Joshua Stevenson. Okay, wie erfreulich. Und wer sind Sie? Ich bin Bee. Geht, ihr seid hier nicht will. Mrs. Ella, du hast meinen Sohn. Das ist etwas, das. Ich bereue den Schmerz. Raus aus meinem Haus! Geht einfach! Raus! Ab! Gehen wir. Wir sollten gehen. Jetzt. So. Bitte, Mrs. Elamar! Mörder! Ist okay. Geht einfach! Du hast mir meinen Ruhm genommen. Mein Kind, meine. So, dann gehen wir mal zurück zum Auto. Steigen ein. Ja. Und hoffen, dass das jetzt bald auch schnell weitergeht. Mit der Tour hier. Ja. Ich hoffe, dass wir auch dafür ordentlich Geld bekommen. Also. So. So, wir haben ja noch einiges an Nebenquests. So, kommt der Typ jetzt mal endlich. So. Jetzt steig ein, du Arschgeige. Heute noch. Schön geklippt in die Karre, der auch. Jo. Können wir jetzt mal? Was wird das hier? Kaffeeparty? Mhm.
Er sprachlos. So. Und fasst die wie ein Affe auf den Schleifstein. Ich wünschte, ich hätte mit Gloria reden und ihr alles erklären können. Irgendwie dachte ich, dass ihr mir vielleicht doch noch vergibt. Wir sollten was essen. Ich kann sie verstehen. Ich verstehe sie. Ist nicht leicht, dem Mörder des eigenen Sohnes zu vergeben. Stevenson, wir wussten doch alle, wie das endet. Den ihr die Sünden erlascht, den sind sie erlassen. Den ihr sie behaltet, sind sie behalten. Mhm. Wollt ihr wirklich ein Virtu deiner Kreuzigung drehen? Ja, wirklich. Das gibt sicher einen bösen Shitstorm. Alles nur Hater. Alles nur Hater, das aha. Das ist etwas, das ich einfach tun muss. Mhm. Wenn mein Vorhaben nicht die Welt erschüttert und uns aus diesem Albtraum holt, wird nichts das schaffen. Okay. Ja, nee, ist klar. Reise überspringen. Jetzt springen wir mal weiter. Ich habe jetzt keine Lust, ja. Bis Ostern dadurch das Spiel zu laufen. Rein und besorg uns einen Tisch. Ich muss mit unserem blinden Passagier reden. Ja, du musst mit mir reden. Warte noch. Ich muss mit dir reden. Mhm. Also, was hältst du von unserem nächsten BD-Superstar? Braucht ein Psychiater? Dem sitzen ein paar Chips locker. Der Junge braucht dringend eine Therapie. Hm. Sehe ich genauso. Aber dafür ist es zu spät. Wenn du ihn für so verrückt hältst, warum ist er dir dann so wichtig? Weil er etwas besitzt, das nicht leicht zu kriegen, aber extrem begehrt ist. Ruhm. Man nennt es Authentizität. Sein Hirn mag im Moment in Scheiße schwimmen. Aber er glaubt felsenfest an das, was er sagt. Der perfekte Schauspieler. Klingt nach dem perfekten BD-Schauspieler. Mhm. Einer, der auf keinen Fall die Show vermasseln wird. Ja, was für eine Show? Stevenson könnte für unser Studio eine wahre Goldgrube sein. Wahre Goldgrube, was okay. Was mich das? Du fickst mit seinem Verstand. Stellst einfach zu viele kritische Fragen. Du wächst Zweifel in ihm und könntest damit mein Kapital aufs Spiel setzen. Deshalb zahle ich dir das Doppelte von dem, was er dir versprochen hat, damit du jetzt gehst. Tu's nicht wie. Meine Antwort ist nein. Wieso habe ich das Gefühl, du kapierst nicht, was ich dir hier anbiete? Doch, das tue ich. Gehen wir rein. So. Nicht übel für einen beschissenen Dieb. Was ist hier los? Ich bin neugierig, wie das alles enden wird. In Leid und Profit, ganz einfach. Das eine heilig, das andere verrückt. Obwohl das bestimmt gut zusammenpasst. Aber ich bin auch neugierig. Manchmal wird man noch überrascht. Okay. So, dann steigen wir mal aus dem Streifenwagen. So. Kenne ich jeder Art von Arschloch. Sei nicht diesen Scheiß-Sieg bei mir. Wenn du auch nur daran denkst, abzuhauen, schieße ich dir die Birne weg. Du wirst nicht fürs Reden bezahlt, Vasquez. Dieser Vasquez ist echt eine harte Nuss. Selbst für einen Bullen. Er ist ein Gewohnheitstier. Wie so viele Menschen. Echt? Vasquez. Ist der Cop durch und durch? Der Typ ist mit einer Marke geboren worden. Echt? Dann muss er ja richtig Dreck am Stecken haben. Der Hauptinvestor des Studios ist ein Konzern. Im Gegensatz zu dir mag Vasquez keine mächtigen Feinde. Dann erzähl mir mal was hier. Dieser Braindance. Bin neugierig. Erzähl mir davon. Er heißt die Passion. Und wir wollen damit die breite Masse erreichen. Und BDs revolutionieren. Revolutionieren. Nun, Stevensons Freigang ist sehr kurz. Wir können nur das Ende mit ihm drehen. Für die Szenen davor nehmen wir BD-Doubles und Imobank-Bestände. Okay. Und sich trotzdem anfühlen wie Stevenson. Wie ist das möglich? Jawohl. Wir gehören zu IBM. Die stecken Riesensummen in Technik. Bald brauchen wir gar keine Schauspieler mehr. Das wird schön. Warum, Josh? Klingt, als würdet ihr ihn gar nicht brauchen. Das echte Leid Jesu Christi. Ach du Scheiße. Das kriegen wir rein digital noch nicht hin.
Ja, können wir bitte aufhören, über Gott zu reden? Können wir bitte über was anderes als Gott reden? Mhm. Josh, das ist dein Abend. Thema, Vorschlag? Ich weiß nicht. Ich hab seit Jahren mit keinem mehr geredet. Mhm. Okay, wie wär's hiermit? Was machst du zum Entspannen? Ja. Also, ich lese die Heilige Schrift. Gucke Brandon's und Filme. Ich kotze. Kennst du das Remake von Badlands Raid? Mhm. Ja, schlägt das Original um Längen, ich sag's dir. Okay, das reicht. Stevenson darf jetzt nicht abgelenkt werden. Er muss sich konzentrieren. Mhm. Misch dich nicht ein. Klappe, wir unterhalten uns gerade. Also zieh Leine. Wie bitte? Mach dir endlich klar, worum es hier geht. Dieser Mann erschafft morgen sein Meisterwerk. Er muss sich konzentrieren, seinen Kopf freikriegen und die Performance seines Lebens hinlegen. Es gibt keine zwei Takes. Echt? Josh. Ich möchte mich jetzt ausruhen. Perfektes Timing. Dein Job hier ist erledigt, du kannst gehen. Und keine Sorge, du kriegst dein Scheißgeld. Er hat die Fresse. Hä? Was ist jetzt passiert? Reife Leistung, wie? Echt guter Move. Was hältst du von all dem? Der Typ ist völlig durchgeknallt. Die Konzernratten nutzen das schamlos aus. Ich hab nicht mal Mitleid. Ich hab nicht mal Mitleid mit ihm. Absolut nicht. Wir könnten ewig darüber reden und es würde doch keinen was kümmern. Die Konzerne bereichern sich weiter und die Massen bauen ihre Luftschlösser. So. Hey, wo ist Johnny der Rebell? Hast du ihn verloren? Hab ihn gefunden. Er steckt in dem Typen da. Er ist der wahre Rebell. Oh. Entscheide dich mal. Durchgeknallt oder Messias? Er hat den Verstand verloren, genau wie die ganze Welt. Ja. Dein Verstand geht auch flöten, weil ich in deinem Kopf bin. Tja, wenn man die Welt retten will, ist das der erste Schritt. So. Ein angeknackster Verstand. Glaubst du, dass Gott existiert? Was meinst du? Gibt es Gott? Fuck. Ernsthaft? Ja. Na los, ernst gemeinte Frage. Was? Warum? Dein Herz stand still und dann nicht mehr. Überlegst du jetzt, ob ein Konstrukt überhaupt gerettet werden kann? Jo. Die simple Wahrheit ist, ich war tot und jetzt lebe ich wieder. Und was war das? Ein Wunder? Wozu machte ich das? Zum Messias? Phönix? Oder zum frisch reparierten Fabrikbau? Ich habe keine Ahnung, wie es passiert ist. Und du auch nicht. Ich sag dir, was es war. Ein cleveres Stück Konzerntechnologie. Wenn ein wahrer Messias unter uns wandelt, lautet sein Name Saburo Arasaka. Der, den du kalt machen würdest, wenn du ihm begegnest. Siehst du, deshalb bin ich ich und du bist du. Du fällst vor Göttern auf die Knie. Ich jag ihm eine Kugel ins Hirn. Jo. So, okay, gehen wir. Verrückter Tag heute. Irgendwie surreal. Aber die Realität ruft. Jo. Komm, wir haben noch was vor. So. So, was haben wir denn noch zu tun? Journal. Psychokiller. So. Spellbound. So. Gibt's da eine Kurzwahltaste fürs Journal? So. Tastenbelegung. Journal öffnen. J. Ja. Wie einfach. So.
Noch irgendwo was? Wie weit ist das? 2,4 Kilometer. 1,5. 4,2. 900 Meter. Jo, das sieht doch gar nicht schlecht aus. So. So, was ist das? Okay. So. Ein C. E9. So. So, na komm. So, fertig. Rubbellos, rubbellos, ja. Gib mal ein bisschen Munition. So. Guten Tag. Ich nehme alles mit, was ihr halt braucht. Habt ihr wohl nichts dagegen, oder? So. So, habt ihr wohl nichts dagegen? Ja, gut. Das ist ja gut. So. Munition. So, dann nehmen wir jetzt den Schrotthaufen hier. So. Und fahren zu dieser Garage. Okay. So, was haben wir noch? Kein Sender. Gut. So, hallo, wie, was ist denn? Muss dir keine Sorgen machen. So. So.